Tag des Terrors. Und damit meine ich nicht unseren persönlichen Zustand, sondern die zwei Filme, die wir geschaut haben. Einmal Utøya, 22. Juli und einmal 7 Tage in Entebbe. Es ist auch so ein Tagesthema, glaube ich. Ja. Aber Utøya ist nicht nur aus Skandinavien, sondern es ist auch genau das, was unsere wunderbare Kollegin Sonja Hartl am allerbesten kann und weiß. Deswegen muss ich an dieser Stelle Sonja von hinter der Kamera zu vor die Kamera holen, weil niemand kann besser über sowas reden als Sonja. Ja, Sonja, das war ja, du bist ja unsere Spezialistin für skandinavisches Kino. Und für Terror. Und für Terror, das hast du gesagt. Erzähl mal von dem Film. Also Erik Poppe hat den Film gedreht, der voriges Jahr mit dem Historiendrama The King's Choice hier war. Das war noch recht konventionell und ich war jetzt sehr gespannt, was er eigentlich macht. Und der Film beginnt mit so ein paar Aufnahmen von einer Überwachungskamera und dann sind wir aber direkt auf der Insel, auf Utøya, wo das Jugendlager von der norwegischen Partei stattfindet. Und wir haben so ein bisschen Vorgeplänkel lernen, ein paar von den Charakteren kennen. Ja. Und wir bleiben aber mit der Kamera die ganze Zeit bei einer 18-jährigen, Kaya heißt sie, fantastisch gespielt, und erleben dann mit, dass auf einmal Schüsse fallen und diese Jugendlichen überhaupt nicht wissen, was passiert ist. Sie wissen nicht, werden sie angegriffen, wie viele Menschen sind da auf der Insel, was passiert überhaupt. Mhm. Und durch die Handkamera sind wir so dieser subjektiven Perspektive ausgeliefert, dass wir wirklich mit ihr über die Insel stolpern. Und ich saß irgendwann in diesem Film und dachte, oh mein Gott, ich kann nicht mehr atmen und bitte macht, dass es aufhört. Warum kommt denn da keiner und hilft denen? Und habe dann hinterher festgestellt, natürlich, das ist in etwa das, was die Jugendlichen auch auf der Insel erlebt haben. Ja, besonders, also bemerkenswert unter vielen anderen bemerkenswerten Sachen fand ich, dass es ohne einen einzigen Schnitt gemacht ist. Also es ist sozusagen auch diese Zeit des Attentats, genau, das 72 Minuten dauerte, ja, ist sozusagen auch in Echtzeit gemacht. Ja, und natürlich ist es ein Film, der ganz, ganz viele Diskussionen hier auslöst. Es ist ein bisschen wie bei Son of Saul oder auch schon bei Gus van Sant's Elephant. Darf man das so filmen? Darf man das 7 Jahre nach dem Anschlag so filmen? Ist es die richtige Art und Weise, sich diesem Stoff zu nähern? Ja. Darf man Thriller-Elemente nutzen? Und nun bin ich ja grundsätzlich jemand, der sagt, man darf erstmal alles im Film. Mhm. Und ich finde auch, dass die Debatte so ein bisschen so ein Versuch ist, sich auf ästhetische und ethische Kriterien zurückzuziehen, anstatt erstmal zu gucken, was der Film macht. Er nennt nie den Täter. Wir sehen ihn nur einmal von Weitem und damit rückt er die Opfer ins Zentrum. Und das passiert gerade bei Filmen über Terrorismus unfassbar selten. Ja, also es ist auch ein Film, bei dem ich ganz stark das Gefühl hatte, dass er der Versuch ist, ein nationales Trauma aufzuarbeiten. Genau. Und man darf auch nicht vergessen, das ist keine dokumentarische Geschichte. Erik Poppe hat Interviews mit Überlebenden geführt, das sind die Aussagen von denen, aber daraus wurden fiktive Charaktere entwickelt. Und deswegen, er versucht, glaube ich, einfach nur zu vermitteln, wie es sich angefühlt haben kann. Und das gelingt ihm meiner Meinung nach wirklich grandios. Also ich war fertig nach dem Film. Ja, mir ging es genauso. Wir kamen beide zutiefst erschüttert aus dem Kino raus. Ja, ja, und wir denken, es ist ein sehr wichtiger Film, ja, der auch jetzt gerade in Zeiten von verstärktem Rechtspopulismus und gewalttätigen Übergriffen eigentlich genau der richtige und wichtige Film zur Zeit ist. Ja, ja, genau. So. Ja, und dann haben wir ja noch einen anderen Film, der sich mit Terrorismus auseinandersetzt. Ja, und er macht genau das auf eine ganz andere Art und Weise. 7 Tage in Entebbe ist wiederum ein Film, der im Gegensatz zu Utøya die ganze Zeit bei den Tätern bleibt und sehr viel spekuliert, warum die Täter das eventuell gemacht haben oder nicht, was ihre Beweggründe sind, und dabei die Opfer ziemlich vergisst. Ja, die kommen in der Tat eigentlich nur als Randfiguren vor. Keiner von ihnen entwickelt so wirklich ein Profil, wo man sagen könnte, man ist sozusagen auch bei den Opfern mit dabei, sondern und dann wird noch so eine politische Dimension aufgemacht. Naja, José Padilla ist ja gut in so Thriller-Sachen, kann man nicht sagen, da macht ordentliche Thriller. Hier hat er sich aber eben etwas Politisches ausgesucht, eben diese Entführung der Air France-Maschine im Jahr 1976 von sozusagen Pro-Palästina-Revolutionären. In dieser Maschine saßen, glaube ich, 83 Juden bzw. Israelis, und da ging es schon los. Zwei von den Hauptdarstellern, wollte ich gerade sagen, zwei von den Entführern sind die Hauptdarsteller, gespielt von Brühl und Rosamund Pike. Genau, von Rosamund Pike. Die sind Deutsche, und das Erste, was passiert ist, dass man die Nicht-Israelis/Juden von den anderen trennt.
wo man also an der Stelle sagen muss, das sieht jetzt nicht so gut aus, wenn da zwei Deutsche sozusagen eine Selektierung vornehmen. Und das ist schon das größte Problem an dieser Stelle, weil eigentlich geht es im Kern um die Frage Israel versus Palästina, die je nachdem, aus welcher Richtung man schaut, antisemitisch gedeutet werden kann, ja, oder eben auch antipalästinensisch gedeutet werden kann. Und was macht Hossein Padilla jetzt damit? Die Antwort ist nichts. Nee, am Ende gibt es dann also einen flammenden Friedensappell, der aber eigentlich nur sozusagen in den Inserts beim Abspann dasteht. Yitzhak Rabin wird noch sozusagen als die Friedenshoffnung der damaligen Zeit bezeichnet. Und ansonsten macht der Film wirklich nichts aus diesen politischen Implikationen. Er macht aber ehrlich gesagt nicht allzu viel aus dem Thriller. Wenn ein Thriller daraus besteht, dass man Rosamund Pike dabei zuschaut, wie sie große Augen hat und Daniel Brühl irgendwie in die Gegend starrt, dann vielleicht, aber das war jetzt auch, mehr ist da an der Stelle auch nicht wirklich passiert. Ne? Nee. Also ich war ehrlich gesagt stark underwhelmed, wie man im Englischen so schön sagt. Mich hat es nicht so sehr gepackt und irgendwann fingen dann auch Leute an zu lachen, weil es gibt ja noch diese komischen Tanzszenen dazwischen. Da wurde es dann sehr prätentiös, denn die Freundin von einem israelischen Soldaten, der später dann natürlich in Entebbe diesen Flughafen versucht einzunehmen, ist Tänzerin und die darf dazwischen immer so eine Performance haben, wo man denkt, was ist, warum? Wer ist das? Und was geht ja? Ich weiß auch nicht. Ja, also, da gab es dann gerade am Schluss, als wenn der Flughafen gestürmt wird, gibt es so eine Parallelmontage. Und immer wenn sie hinfällt, ist sozusagen ihr Freund gerade 4000 Kilometer weiter bedroht, getötet komm, zu bitte, werden. Bitte, ey, wirklich. Also das ist ja. So, ja, also nee. Das war nicht nee, gut. Tut mir leid, nee, gar nicht. Ja, ansonsten gehen wir jetzt wieder weiter fleißig Filme gucken und freuen uns auf die nächsten. Ja, bis morgen. Bis morgen.